wir scannen den? Yeah. Eingecheckt. Moin, liebe Paintball-Freunde, herzlich willkommen im Paintpark hier in Wöbelin. Morgen findet hier das Paint and Conquer in der dritten Ausgabe statt. Ich bin für euch vor Ort. Mal gucken, welche Eindrücke ich für euch einfangen und gewinnen kann. Seid gespannt. Warum macht ihr das denn so? Ihr müsst einfach nach oben. Wir müssen für die Kamera böse sein. Das ist wie mit den Hunden vom Tor, ne? Ja, macht's doch einfach so, schießt mal alle nach oben und mal gucken, wo es runterkommt. Ist das wie mit dem Pfeil? Das wie mit dem Pfeil und dem Bogen, oder was? Das ist Pfeil, das ist Ladies and Gentlemen, ich bitte um Ruhe! 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 Da kommt er! Dann wechsel mal die Seite. Die sind da reingekippt worden. Alle hier, alle da? Wenn nicht, dann. Alle gesund vom Feld runtergekommen? Nein! Das hat Benny gereicht. Erstmal die wichtigste Frage: Hattet ihr Spaß? Ja! Haben wir euch ordentlich geärgert? Ja! Besonders die Refs. Refs, ja. Alles richtig gemacht! Die Refs haben uns mehr bekämpft als die GDI. Ich kenne die Orga, keine Ahnung, aber ich bin zu klar. Als erstes erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr das dritte Mal in Folge hier wart, dass ihr den Spaß mitgemacht habt bis zum Ende. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet alle wirklich Spaß. Meine Refs, die haben ordentlich gekotzt, vor allem halt dann auch, obwohl wir die Pausen wieder verlängert haben, war dann eine Zeit ziemlich knapp für uns für einen Umbau auf dem Feld. Danke für die fairen Spiele.
ein, zwei Sachen, muss ich sagen, war dann doch ein bisschen doof, wie dann auf einmal First Track verwendet wurden, die es nicht gab. Also gelbe Finne wurde geschossen. Wir hatten nur rosane, lilane Finne ausgegeben. Von daher, ja, müssen wir schauen, wie wir das dann fürs nächste Jahr handhaben. Rauchtöpfe, die genommen wurden, die es hier offiziell im Verkauf gar nicht gab. Müssen wir auch gucken, wie wir das handhaben. Auf jeden Fall kommen wir erstmal zum Wichtigsten, zum Punktestand, oder? Das wollte er eher wissen, bevor wir die Tombola machen, oder? Also, nachdem was alles gelootet wurde und finanziell erwirtschaftet wurde, hat die GDI einen Punktestand von 168.100. Das ist nicht verkehrt. Hey, es ist mehr als die letzten zwei Jahre zusammengezählt. Das muss man sagen. Gibt's darauf einen Lobpreis? So, jetzt Schlag in die Fresse. Die Nord hat einen Punktestand von 241.850. Aber fast. Auge! Mein Auge wieder! Ja. Benni, möchte euch noch vorlesen, was wir ausgegeben haben. So, komm, jetzt kommen wir erstmal dazu. Die Nord und die GDI geht ab heute in die Insolvenz. Das ist schon mal Fakt. Ausgaben bei der Nord waren gewesen 13.000, oder Minus, sorry, die haben einen Kontostand aktuell von 13.150. Im Minus. Also das, was ihr erwirtschaftet habt, das ist noch ins Minus runter. Deswegen also ihr habt dieses Jahr echt geil Ding gemacht. Noch ein Luftschlag, noch ein Luftschlag. Die GDI, die war ziemlich sparsam gewesen. Weil denn wir haben nur ein Minus von 11.900. So, und jetzt rechnen wir das mal in Prozent aus, von dem wir wirtschaften. Also prozentual gesehen ist das, leck mich. Und weißt du, was das Schöne ist? Wir sind mit unserer Bombe gestorben und es ist Minus egal. Der Kampagnensieg, da muss man echt sagen, krass, was dieses Jahr, ihr habt euch echt nichts geschenkt, aber die Nord war besser. Dann sollten mal ein paar Leute nach vorne kommen, die von den Refs oder den Generälen ein kleines Kärtchen bekommen haben. Schabi! Schabi! Ich hoffe, ihr habt die behalten und nicht gleich auf dem Feld entsorgt. Diese Jungs schon wegwerfen. Und Mädels. Oh. Wir sind eh pleite, ist egal. Die Jungs und Mädels haben ein bisschen was gerissen, wo man schon sagen kann, okay, Respekt vorm Feind. Gratuliere dafür an euch. Danke. Es ist jetzt das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Mal schauen, ob sich das so durchsetzt und dass alles so frei bleibt. Auf die Nord! Lass die doch mal kurz jetzt die Jungs. Schwarzen! Schwarze Hand! Raus für die ganzen Kartengewinne! So, dann möchte ich gerne einmal die Nordkärtchen sehen, bitte. Abgezogen kriegst du dich wieder. Ja, diese Kärtchen, die sie gewonnen haben, ist dieses Jahr die Medal of Paint, die sie sich für besonderen, wie nennt man das, Doofheit auf dem Fell verdient haben. Zerwürfen! Das ist, zum Beispiel muss ich dazu sagen, ne? Dieser Container in diesem Hügel wurde ja sehr hart umkämpft. Also es war wirklich so, dass wir mit Schild an aneinander standen.
und wir keinen anderen Ausweg wussten, als Schere, Stein, Papier zu spielen. Leider Gottes habe ich auch dieses Spiel verloren und musste deswegen diesen Bunker räumen. Aber hey, du hast Glück in der Liebe dafür. Danke. So, danke. Diesen Mann, ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen, wenn ich ihn uns angucke, oder? Man muss ihn nur angucken. Das sagt alles. Tommy! So, haben wir noch einen Notz hier. Also ganz schön viele Notz, die sind ganz schön gierig, muss ich ja mal so sagen. Ne? Nein, wir waren nicht einfach gierig, besser. Wir haben einfach die geilen Aktionen gerissen, dass wir die Dinger loswerden mussten, es ging. Was hast du denn so Schönes gemacht? Das will ich jetzt gerne mal wissen. Ich habe nochmal die letzten drei Minuten meiner Pipi Kuma im Nahkampf entfernt. Ich wollte eure Gesichtermarke von ganz nah. Aber ich glaube, da gibt es einen, der ihn heute definitiv noch trocken tut. Das hoffe ich doch. Ich drück's mal so aus. Zwei davon sind von uns, der Rest ist von den Refs gekommen. Also fanden die das offiziell auch geil. Ja. Was haben wir denn Schönes gemacht? Okay, das reicht. Ich bin forever. Du auch. Oh, das, das stelle ich doch mal, ne? Wenn ihr was sagt, dann da, Hot Tour! Ich bin auch mal weg. Also bei Becks muss ich sagen, der hätte auf jeden Fall drei Medaillen auf Vorhand verdient. Er hat sich so eingeschränkt, er hat die Leute motiviert, er hat sie mit nach vorne gezogen, er hat sie angeschrien. So muss es sein. Und so wünsche ich mir fast jeden Spieler. Auf die Not! So, weiter geht's mit der DI. Dann können wir ja gehen. Du bleibst hier oben stehen, da gibt's noch ein Foto. So, Peggy hat einen großen Einsatz gezeigt als Mechaniker. Oder wie auch immer die komischen Leute da genannt werden, die sammeln dürfen. Also sie hat alles gegeben, trotzdem die Leute noch angewiesen, was sie machen sollen, was eigentlich gar nicht ihr Job wäre, sondern meine, die ich vernachlässigt habe, wohl wie scheint. Aber es sind ja Frauen, einer muss es ja machen, hört man ja. Auch für dich. Vielen Dank für deinen Einsatz. Siehst du, Karte wird es gar nicht wiedergeben, hebt's auf. So. Dieser Boy hier, ne? Da muss ich ja jetzt mal sagen, die Not ist so ein bisschen lost, aber so richtig lost. Warum? Also wenn ein junger Mann mit gelbem Klebeband so auf dich zukommt, ne? Geht, als Sonntagsspaziergang macht. Mhm. Und dann einfach reingeht zu denen, die anguckt, liebt, sein Gummimesser zieht, hit, hit, hit. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Also das Riesenrespekt, dass ihr so viele heute mit Gummimesser geholt habt. Für den Messer. So. Hey du, this is your not, ne? Aha, so geht das schon wieder. Jetzt werde ich schon wieder abgeworfen. Das ist nicht Erpressung, das ist Fachpersonal abwerben. Also wie man sieht, ist doch ganz schön viel übrig geblieben. DDI für nächstes Mal. Haltet euch mal ran, ne? Ich möchte die loswerden und nicht immer mitschleppen. Du hast meine Aktion nicht gesehen. Ja, du bist ja auch zu klein, die kann ich gar nicht sehen.